Grüß euch miteinander. In der heutigen Stabi-Übung, also Stabilisationsübung, haben wir wieder Augenmerk auf den Rumpf. Und zwar einmal eine schöne Streckübung für die Hüfte und für die Po-Muskulatur und die zweite Übung für die Bauchmuskulatur. Beginnen wir mit letzterem, also mit der Bauchmuskulatur. Das ist eine Übung, die ihr im Liegen macht. Das heißt, ihr legt euch flach auf den Boden, nehmt die Hände gerne unter den Popo und dann lasst ihr die Beine absinken, langsam, hebt sie an und schiebt dann nochmal die Fußsohlen gegen die Decke. So, jetzt dabei achten, bitte beim Ablassen besonders, hier nicht in den Rundrücken zu fallen, also nicht ins Hohlkreuz zu fallen und auf alle Fälle bewusst immer den Nabel gegen den Boden ziehen. Also hier ablassen, langsam, Nabel gegen Boden ziehen und bewusst nach oben dann nochmal die Fußsohlen gegen die Decke. Ihr könnt variieren, indem ihr beim Ablassen eine Beinbeuge macht. Dann habt ihr die Problematik mit der Hüfte, also mit dem Hohlkreuz, etwas abgedämpft. Hier seht ihr schon, ich bin hier beim Demonstrieren ein bisschen verkrampft. Nackenkissen macht sich ganz gut bei der Übung. Die zweite Übung, die wir für den Rücken und für die Streckmuskulatur, also Po-Muskulatur machen, haben wir die gleiche Ausgangsposition. Das heißt angestellte Beine, die Hände gerne neben den Körper. Ihr hebt das Becken gerne 10 Sekunden. Und dann streckt ihr ein Bein ungefähr auf der Höhe parallel zu dem Stützbein. 10 Sekunden links, 10 Sekunden rechts. Ich weiß, es sind jetzt keine 10 Sekunden. Und im Wechsel. Bei der Bauchaufzugübung könnt ihr anstreben 8 bis 15 Wiederholungen, 4 Sätze. Bei der Hüftstreckübung in etwa halbe Minute bis Minute halten, immer im Wechsel, 5 Sekunden Wechsel, 10 Sekunden Wechsel, wie ihr es am besten absolvieren könnt. Viel Spaß damit und happy running, der Klaus.